Hallo liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir sind beim Finale angelangt, beim Finale von Staffel 8. Boah, wie die Zeit vergeht. Nicht Twilight. Ich habe hier jetzt noch Twilight. Vielleicht habe ich zum Start von Staffel 9 oder zu den Specials, das weiß ich noch nicht. Ihr habt mir das ja auch schon bestimmt alles aber in die Kommentare geschrieben, was ich noch gucken muss für Specials, die ich noch nicht gesehen habe. Deswegen guckt euch unbedingt auch die Playlist an von My Little Pony. Also da sind ja alle Folgen drin, alle Videos, auch die Episoden-Rankings. Von daher aktualisiert auch immer euer Ranking schön. Ja, wir sind beim Finale angelangt, beim Finale von Staffel 8. Boah, ich bin echt gespannt, wie die Serie endet. Also, holy shit, ich bin echt gespannt. Wir sind jetzt aber erstmal beim Finale von Staffel 8 und ich bin sehr gespannt, denn der Titel heißt Die verschwundene Magie Teil 1. Also wir haben wieder eine Doppelfolge, eine schöne Doppelfolge. Ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Wir sehen ja schon die Schule. Also scheint es wohl irgendwas damit zu tun zu haben. Und ja, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst vorab einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Da würde ich sagen, starten wir rein. Ich bin gespannt. Die verschwundene Magie. Sehen wir Chrysalis. Ich habe schon wieder Entzug. Man merkt's. Da ist erstmal Cozy Glow. Schule. Deinen Klassenraum findest du gleich am Ende des Flurs. Und die hat einen Schreibblock als Schönheitsfleck. Ein Wort mit 8 Buchstaben für Teamarbeit. Wie wär's denn vielleicht mit Teamwork. Synergie? Das ist es! Danke, Cozy! Wozu hat man denn Freunde? Okay. Guten Morgen, Schulleiterin Sparkle. Die Post ist schon gekommen? Wie spät ist es? Ich komme zu spät zum Ausflug nach Cloudsdale. Nur keine Sorge, Professorin Rainbow Dash ist doch schon längst eingesprungen. Hat sie das freiwillig gemacht? Ah, ich habe ihr gesagt, wie viel sie zu tun haben und wie viel ihnen Loyalität bedeutet. Ich habe auch den Lehrplan nach Freundschaftselementen geordnet und eine Liste aller magischen Relikte erstellt. Will sie irgendwie Schleim? Das war okay. Okay? Cozy, das ist unglaublich. Du bist sowas wie mein rechter Huf. Ich weiß nicht, was ich rechter ohne dich tun Huf. Würde. Das haben sie mir doch beigebracht. Es geht bei Freundschaft immer darum, anderen zu helfen. Das ist richtig. Und ich hoffe, genau das lernt meine Klasse heute bei ihrem Ausflug. Ich habe gehört, dass sie eine Besichtigung machen wollen. Tada! Die Pegasus-Wetterfabrik. Jeder Tropfen Regen und auch jede Schneeflocke aus Cloudsdale wird hier produziert. Wow. Ja, toll, oder? Hey, die coolen Sachen sind da drüben. Wow, ich stand noch nie in meinem Leben auf einer Wolke. Das kannst du auch sonst nicht, aber mein Zauber lässt dich auf Wolken gehen wie ein Pegasus. Hey, Jonah, komm her, das musst du dir angucken. Es sei denn, du hast so große Angst. Jonah, keine Angst. Warum ist sie da durchgefallen? Oh, ich dachte, Starlights Zauber hält das. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei, meine herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Friendship is magic. Magic. Erstmal verschluckt. Warum? Ich kann nicht mehr zaubern. Hä? Warum ist Starlights Magie weg? Schon okay, Jonah. Du fliegst doch gern. Weißt du noch? Fliegen, nicht fallen. Ich kann das nicht verstehen, als hätte mein Zauber aufgehört zu wirken. Das ist
vorgekommen. Das ist merkwürdig. Unsere Schüler sind einfach vom Himmel gefallen. Langsam, was ist passiert? Ich hatte einen Zauber für unseren Ausflug ausgesprochen, aber meine Magie hat versagt. Wir konnten alle noch gerade rechtzeitig fangen. Zum Glück ist ja nichts passiert. Du musst dir darüber keine Sorgen machen, Starlight. Vielleicht hast du dich verzaubert. Lass doch mal sehen. Ich habe das Buch nicht fallen gelassen. Vielleicht hast du dich verzaubert. Au! Rarity ist gegen die Tür gelaufen. Meine Magie ist fort. Hä? Ich musste sogar meine Hufe benutzen, um mein Schloss. Wo ist denn deren Magie hin? Müssen wir uns immer noch keine Sorgen machen? Das ergibt doch keinen Sinn. Magie kann nicht einfach verschwinden. Es muss eine Ursache dafür geben. Max Celestia. Haben wir im Unterricht nicht mal was von einem Wesen gehört, das Magie frisst? Tier irgendwas? T-Rex? Aber er ist doch gefangen. Er war ein T-Rex. Was ist denn? Ah. War Tyrek, ich bringe jetzt Tyrek aus, Tyrek klingt komisch, war Tyrek nicht derjenige, wo ich drüber nachgedacht habe, erstmal ist dieses Standbild gerade mega, war das nicht derjenige, der Discord manipuliert hat mit den Elementen der Freundschaft und wollte diese Magie haben, aber es sorgte zum Glück Discords, ja, ich sag mal, Verbindung dann doch zu Twilight und Fluttershy, ja, vor allem dazu, dass so der letzte Schlüssel entstand. War das nicht so? Ich meine, das so in Erinnerung zu haben. Ich hoffe, ich lieg richtig damit. Ich meine, so war das. Danke, mir ist noch nie ein Brief im Hals stecken geblieben. Er ist von Prinzessin Celestia. Oh, ja, das... Sind alle zu einem Notfalltreffen nach Canterlot geladen. Sieh nur. Ich kann mir schon vorstellen, worum es geht. Ja, ich auch. Überall in unserer Stadt berichten Ponys davon, dass ihre Magie plötzlich versagt. Zaubersprüche klappen nicht, Zaubertränke scheinen nicht zu wirken. Ich hatte sogar Schwierigkeiten, den Mond aufgehen zu lassen. Chrysalis, ich sehe es ja schon. Wir haben Erfahrungen aus erstem Hof. Das gilt auch für mein Königreich. Das Kristallherz schien bislang sicher, aber ich mache mir Sorgen, was uns bevorsteht. Brief für die Prinzessinnen von Starswell dem Bärtigen. Starswell. Ach, es ist ja sogar noch schlimmer, als wir gedacht hatten. Oh. Die Magie scheint überall in Equestria zu verschwinden. Hä? Starswell vermutet, dass es in 3 Tagen in Equestria keine Magie mehr gibt. Am ersten Tag werden Einhornmagie und Zauber versagen. Ja, das passiert ja jetzt schon. Und am zweiten Tag verlieren alle Lebewesen ihre magischen Fähigkeiten. Oh nein! Und zuletzt wird man auch die magischen Relikte nicht mehr einsetzen können. Wenn die Sonne am dritten Tag untergeht, ist die Magie aus unserer Welt verschwunden. Für immer. Und warum passiert... Aber dann denke ich mir doch jetzt gerade, wenn Tyrek... Also wenn da dieser blöde Tyrek hintersteckt... Jetzt nur mal so kurz angenommen. Wenn Tyrek dahinter stecken sollte, wie? Der ist doch, das wurde doch gesagt, der ist doch eingesperrt. Wenn er doch irgendwie eingesperrt ist in diesem, ich weiß nicht mehr den Ort, der wurde eben einmal kurz genannt. Wenn der das doch irgendwie ist, dann macht das keinen Sinn, wenn er eingesperrt ist. Weil dann kann er doch auch keine Magie verwenden. Wie also ist es möglich, die ganzen, dass irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Da muss ja irgendwer ganz, ganz Mächtiges sein, der das ja irgendwie da alles macht. Oder eine sie, und wir reden hier von Chrysalis irgendwie, die ja noch gesagt hat, ich schwöre auf Rache, und vielleicht hat sie jetzt eine Möglichkeit gefunden. Who knows? Ist das jetzt auf einmal? Das ist das Schlimmste daran. Wir wissen es einfach nicht. Hat irgendjemand nach T-Rex gesehen? Du meinst den roten, gruseligen Zentaur, der Magie frisst? Wieso sollten wir... Oh, ja. Richtig. Wenn er einen Weg gefunden hat, zu fliehen oder von seinem Gefängnis aus zu wirken, dann könnte er tatsächlich verantwortlich dafür sein. Das erscheint zumindest einleuchtend. Ja. Dem sollte jemand nachgehen. Ja, wir. Oh, nein. Ja doch, ihr müsst dem nachgehen. Und daran muss ich nur gerade denken, ich habe jetzt wieder nur eine Parallele, jetzt kommt wieder Parallelen, Daniel, haha. Denn ich muss gerade daran denken, wie
ich einen Film gesehen habe, und zwar Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen. Daran muss ich gerade denken, denn da ist ja die böse Rabia. Und Rabia wurde im ersten Teil dann ja auf diese Insel verbannt, hat es aber irgendwie geschafft zu fliehen, und das hat es noch niemand geschafft. Vom Moor noch was, irgendwie so eine Moorinsel, Moor noch was. Jedenfalls, und daran muss ich gerade denken. Stimmt, habt ihr es geschafft zu fliehen, ich sehe schon. Du gehst nicht ohne uns. Moment, sagtest du gerade wir? Ich habe endlich auch gelernt, mich auf die Hilfe von Freunden zu verlassen. Ihr wollt doch mitkommen, oder? Klar. Ich danke euch allen. Wir werden versuchen, Equestria in eurer Abwesenheit zu beschützen. Passt gut. Ja. Tartarus hat sich inzwischen sehr verändert. Es gibt jetzt sehr Tartarus. So heißt. Eure Magie könnt ihr euch auch nicht mehr verlassen. Wir halten alle zusammen. Da ist das nicht nötig. Okay, du hast meinen Unterrichtsplan, all meine Schülerakten und Lehrplannotizen. Wenn was schief geht, holst du Celestia. Verstanden. Vielleicht schließe ich die Schule auch einfach und schicke meine Schüler nach Hause. Würdest du jetzt bitte endlich Equestria retten gehen? Okay. Cozy hat alles gepackt. Wir können los. Auf zum Schurkenzentrum. Und vergesst nicht die Sandwiches. Ich habe markiert, wem welches gehört. Starlight kann Senf nicht ausstehen. Das ist so lieb von dir, Cozy. Aber Twilight hat mich gebeten, hier zu bleiben. Ich leite die Schule. Oh, naja, ich dachte nach dem letzten Mal... Hat man Discord überlebt, ist alles andere ein Kinderspiel. Und du wirst... Was hat sie denn jetzt? Oh, claro, ja. Ich verspreche, die allerbeste Assistentin der Welt zu sein. Komm mit, lass uns sofort an den Vertretungslehrplänen arbeiten, wenn du magst. Wow, okay. Na bitte, es wird schon alles klappen. Hoffen wir mal. Wenn das alles klappen wird. Ich glaube, Chrysalis steckt dahinter. Ich werfe jetzt Chrysalis zu 1000% in den Raum. Guten Morgen, Freundschaftsschüler. Ich weiß, dass wir alle traurig sind, dass Schulleiterin Sparkle fort ist. Aber keine Sorge, denn ich trage jetzt hier die Verantwortung und tue sicher alles so, wie sie es tun würde. Hä? Ich dachte, Starlight Glimmer soll Twilight sein. So war's gedacht. Aber ich fand das hier. Ich muss auch fort. Twilight braucht meine Hilfe. Und ganz sicher ist die Schule bei dir in guten Hufen, Cozy. Ist das nicht süß? Wir werden Starlight doch nicht hängen lassen, oder? Das ist trotzdem irgendwie merkwürdig. Ja, finde ich auch. Keine Ahnung, was du meinst. Naja, wieso hat sie ihre Meinung geändert? Wieso schreibt sie nur einen Zettel, statt sich selbst von uns zu verabschieden? Das ergibt keinen Sinn. Nee, das ergibt keinen Sinn. Oh, Smolder, hast du vergessen, dass wir keine Drachen sind? Wir sind Ponys. Das klingt ja fast, als bräuchte hier ein Drachenwesen noch ein paar extra Hausaufgaben. Jack auch nicht, Pony. Wenn Smolder Hausaufgaben, Jona auch Hausaufgaben. Ich auch. Und ich. Ja, Hausaufgabenparty. Na schön. Welch Loyalität. Ich glaube, Rainbow Dash wäre so stolz. Ihr seid so gute Freunde. Ihr alle. Also... Ich werfe jetzt auch nochmal eine ganz wilde Theorie in den Raum. Ich weiß nur nicht, wie das zusammenhängt. Ich spinne jetzt mal vollkommen herum. Ich weiß nicht, was es mit der verschwundenen Magie auf sich hat, aber... Ich habe ja am Anfang noch gesagt, irgendwie dieses Geschleime von Cozy irgendwie gegenüber Twilight und so von wegen, ja hier mit den Briefen und auch nochmal so hier, ich bin ja irgendwie die Assistentin, was ja auch irgendwie wie aus dem Nichts ja irgendwie kam, wenn wir nochmal ehrlich sind, dass sie ja auf einmal die Assistentin ja ist, Cozy. Und jetzt dieser Faktor, dass Starlight ein Zettel geschrieben hat. Ich musste auch fort. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Warum, Twilight, beantwortet du mir das, warum sollte Starlight einfach jetzt so weggehen? Weißt du auch nicht, oder? Genau, du weißt es auch nicht. So, das macht für mich keinen Sinn. Also, ich weiß nicht, was diese Cozy vorhat, aber... Sie war ja irgendwie von der Schule nicht ganz so begeistert, glaube ich, ja, zu Beginn. Will sie die Schule irgendwie selbst übernehmen? So ein kleines, komisches Ding, was immer auf so niedlich tut. Vielleicht ist sie ja gar nicht niedlich, keine Ahnung. Aber, was heißt nicht niedlich? Also sie ja immer so, oh, ja, schön. Also, ich weiß nicht, ich...
Ich glaube, Cozy hat einen Plan und ich weiß nicht, was mit Starlight ist. Starlight hat ja aber auch nicht mehr eine Magie. Das muss man ja auch nochmal sagen. Starlight hat ja keine Magie. Und ich weiß nicht, warum. Oder steckt irgendwie Chrysalis da jetzt auch schon hinter. Und Chrysalis hat einen bösen Zwilling. Und der böse Zwilling, der sich in jemanden niedlichen verwandelt hat, ist Cozy. Und Cozy ist die Schwester von Chrysalis. Keine Ahnung. Ich werfe jetzt einfach mal sowas ganz Wildes in den Raum. Ich habe keine Ahnung. Dafür bin ich dankbar, denn es wäre aber das passt schwer, nicht. Die Schule ganz alleine zu leiten. Und ich verlasse mich darauf, dass ihr mir helft. Ja! Vielen Dank euch allen. Es ist, wie unsere Lehrerinnen sagen. Zusammen kann man so gut wie alles erreichen. Ich bin verwirrt. Au! Oh, ich habe genug von diesen schrecklichen Mücken. Vermisse meine Magie. Hast du mal versucht, sie mit deinem Schwanz zu verjagen? Halt den Mund. Der ist doch nur für Dekoration. Halt den Mund. Wieso sind da grüne Cupcakes drin? Ist die nicht. Ich glaube, sie sind schlecht geworden, weil sie nicht durch Magie gekühlt wurden. Magie dies, Magie das. Wir brauchen noch eine Magie bei einer kleinen Wanderung. Was hast du gesagt? Versucht etwas mehr wie Erdponys zu denken, Leute. Grannys Schluss mit Stichenpaste. Die hält die Mücken weg. Die riecht ja, wie sie aussieht. Unser Essen ist verdorben, aber hier wachsen ein paar Blaubeeren. Tja, wir können nur nichts gegen das Gewitter machen. Ich kann das ist alles seltsam. Aber ich kann was unternehmen. Nee, kannst du nicht. Bestimmt funktioniert das gleich nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Wir sind in Staffel 8. Wir sind am Ende jetzt von Staffel 8. Und ein Gefühl sagt mir, irgendetwas Schlimmes wird passieren. Ich weiß nur nicht was. Die löst sich doch gleich auf. Magie, die wir brauchen, gleich hier. Auch wenn ich sie gern zurück hätte. Dann los! Okay, passt. Cozy Glow hat heute für uns Cupcakes gebacken. Und sie hat uns allen Freundschaftsarmbänder gebastelt. Sie ist das netteste Pony, das ich kenne. Und sie ist eine tolle Schulleiterin. Aber nur vorübergehend, oder Leute? Oh, natürlich. Aber ich habe nichts dagegen, wenn Twilight sich Zeit lässt, zurückzukehren. Ja, irgendeine Verschwörung. Ich rieche irgendeine Verschwörung dahinter, dass Cozy die Schule übernehmen will. Und das war irgendwie von Anfang an ihr Plan. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie es zusammenpasst. Irgendetwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Und Semper ist auch schon misstrauisch. Endlich! Wir dachten, du hast unsere Lerngruppe vergessen. Bitte entschuldigt. Cozy Glow hat unserer Klasse Karten für das Sapphire Shores Konzert in Ponyville besorgt. Findet ihr nicht auch, dass Cozy zu sehr bemüht ist, dass sie alle mögen? Ja. Oder vielleicht, wie sie uns auch nur ablenken, damit wir keine Angst bekommen, weil überall die Magie verschwindet. Ich vertraue ihr nicht. Was hat sie hinter den Cola-Augen und hüpfenden Locken geplant? Und wieso kommt Cozy Pony nachts so spät aus Katakomben? Fragen wir sie doch einfach. Das ist das einzige Tor nach Tarnung. Ich bin verwirrt. Das Gute ist, das Siegel ist noch ganz. Also ist T-Rex wohl nicht entkommen. Lass mich raten. Schlechte Nachrichten gibt es auch. Ja, beim letzten Mal kam man nur mit Magie hinein. Und Starswell hat gesagt, jegliche Einhornmagie sei seit gestern Abend verschwunden. Vielleicht hat er Unrecht. Keine Sorge, Twilight. Ich mache das. Hallöchen, Pizza-Service. Hat doch immer funktioniert. Ach ja, ja. Hat eine von euch etwas dabei, das uns vielleicht helfen kann? Das hier ist alles magisch, aber nicht das, was wir brauchen. Tut mir leid. Wie wär's damit? Der Schlüssel des freien Zugangs. Wo hast du den denn gefunden? In deiner Tasche. Cozy Glow muss ihn eingepackt haben. Sie hat echt an alles gedacht. Was kann man damit tun?
Dieser Schlüssel öffnet jede Tür und Relikte haben ja noch nicht ihre Macht verloren. Woher wusste sie das aber? Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwas an dieser Folge, an dem Finale. Ich weiß nicht, was es ist, aber Oh, der scheint nur einmal zu funktionieren. Sag nicht, die sind da jetzt aber auch eingesperrt. Fuck. Das hat das für den zweiten Tag prophezeit. Ich sollte mich vielleicht jetzt sicherer fühlen, aber es macht mich nur traurig. Wir müssen das hinkriegen. Also da steckt doch Chrysalis hinter. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wenn sogar diese Wesen irgendwie keine Magie haben, Chrysalis. 100%. Prinzessin Twilight. Oh meine Güte, sie ist momentan auf Reise. Das ist doch dieser böse Direktor. Die Magie verschwindet überall im Land und sie hat tatsächlich einem Fohlen diese Einrichtung überlassen? Ja, Sir. Kann ich irgendwas für Sie tun? Das wird nicht nötig sein. Twilights Irrsinn endet hiermit, denn ab jetzt werde ich persönlich diese Schule leiten. Und es wird hier so einige Änderungen geben. Steckt der dahinter? Ich blick gar nicht mehr durch. Also, irgendwas, ein Gefühl sagt mir, irgendwas ist mit Chrysalis. Dann haben wir diesen Tyrek, der jetzt hier erwähnt wurde. Cozy benimmt sich auch komisch und jetzt haben wir dann diesen Direktor. Fehlt nur noch, dass alle vier zusammenarbeiten und das alles ist die größte Verschwörung überhaupt, die es irgendwie je bei My Little Pony gab. Und dann fehlt nur noch irgendwie, keine Ahnung, dass... Wer gibt's denn sonst noch Böses? Dass auch noch diese blöden Flimm- und Flammbrüder denen mithelfen. Nee, die haben keine Magie. Das macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Hier dieser, wie heißt er nochmal? Fehlt noch dieser, ich nenne ihn jetzt mal das Motivationspony, was doch auch auf dem Schiff war und Twilight dahin gelockt hat mit ihrer Familie. Ich komme jetzt aber gerade nicht mehr auf seinen Namen, aber ihr wisst, wen ich glaube ich ja meine. Wenn alle ihre Magie verloren haben, kommen wir babyleicht an Cerberus vorbei. Ich rede mit ihm. Entschuldige bitte, Welpi. Du bist ein richtig guter Wachhund, oh ja. Aber lässt du uns vielleicht vorbei, um nach T-Rex zu sehen? Das sieht nach ja aus. Ich bringe dir eine Handtuch, Schätzchen. Bin verwirrt. Die Prinzessin der Freundschaft kommt mich besuchen. Womit habe ich denn deine Gesellschaft verdient? Wir wollen antworten, T-Rex. Die Magie verschwindet aus Equestria. Das weiß ich doch. Welch eine Verschwendung solch köstlicher Kräfte. Also steckst du doch dahinter. Dummes Fohlen, meinst du, ich wäre hier noch eingesperrt, wenn ich all die Magie besitzen würde? Aber ich habe da vielleicht ein paar wichtige Informationen. Okay. Was machen Sie denn? Das sind Twilights Schülerakten. Nein, sind sie nicht. Jedenfalls nicht mehr. Wird Equestria angegriffen, müssen alle Ponys zusammenhalten. Twilight hat uns alle hier gefährdet. Sie begibt sich einfach auf Freundschaftsreisen, während diese anderen Kreaturen frei herumlaufen. Sie glauben doch nicht, sie wären der Grund, warum die Magie verschwindet, oder? Doch, ich wollte Twilight nur warnen. Aber da sie fort ist, liegt es an mir, euch junge Fohlen vor den Monstern zu schützen. Momentchen! Wie? Hast du das gehört? Es klang, als käme es von dort drüben. Schon wieder. Das habe ich mir fast gedacht. Na, verdammt. Von jetzt an sind nur noch Ponys hier zugelassen.
Das hat die Natur so vorgesehen. Oh, ey, ich krieg das Kotzen. Da ihr euch weigert, den Komplott gegen Equestria zuzugeben und die Magie zurückzugeben, bleibt ihr hier, bis eure Erziehung... Was ist das denn für ein Widerling? Der steckt da oben hinter. Sie hatten von Anfang an recht, was die betrifft. Ich hab's eingesehen. Wie bitte, Sampa? Ich will nichts mit Kreaturen, die Equestria gefährden, zu tun haben. Sehr weise Worte, Hengst. Jedes Pony wird das irgendwann... Er spielt das... Irgendwann. Er musste das machen. Er will die retten. Oh. Was zum Heuhaufen? Tut mir leid. Keine Äpfel mehr. Oh. Ich brauche den Schönheitsfleckenclub. Wegen meiner Freunde. Kanzler Naysay hält sie gefangen. Hä? Ich dachte, Cozy Glow hätte das sagen. Nein, nicht mehr. Nee. Aber ihr seid gute Freunde. Ihr müsst sie überzeugen, Naysay abzulenken, dann befreie ich meine Freunde. Seid ihr dabei? Haben Maulbeeren Samen? Hä? Das heißt ja. Ach so. Okay. Wohin ist Equestrias Magie verschwunden, T-Rex? Und wie konnte es dazu kommen? Lass mich erstmal raus, denn das wird mein Gedächtnis ankurbeln. Warum? Wie sieht's aus? Ich graue dir den Rücken und du meinen. Hätte der nicht so raus? So schmal wie der ist. Ohne magischen Schlüssel kriegt kein Pony mehr das Tor auf. Oh je, hab ich ganz vergessen. Wir sitzen genauso fest wie T-Rex? Wie schade. Jedenfalls für euch. Liebliche Vergeltung für mich. Es scheint, als würde der Plan meines Schützlings doch funktionieren. Schützling? Was für ein Schützling denn? Oh, getroffen haben wir uns nie. Wir sind Brieffreunde. In fast allen Briefen standen viele Fragen darüber, wie man Magie abzapfen kann. Und du hast sie alle beantwortet? Ja, mir war langweilig. Und ich habe nichts anderes getan, als die richtige Richtung zu weisen. Und mit wem hast du dir die ganze Zeit geschrieben? Ich meine, wenn wir hier eh zusammen festsitzen... Das kann ich euch verraten. Die Ironie ist einfach zu perfekt. Ihr Name ist... Cozy Glow. Ich hätte schwören können, dass sie vorhin hier runtergegangen ist. Cozy Glow. Cozy Glow arbeitet mit Tyrek zusammen. Starlight. Gefällt es dir da drin, Starlight? Tut mir leid, dass ich dich dort hineinschubsen musste, aber was hätte ich tun sollen? Hätte ich das nicht getan, hättest du meine Pläne ruiniert. Du wirst bald Gesellschaft. Das sind alle Relikte. Den Naysay nicht dazu bringen kann, zu verschwinden. Ich habe ewig gebraucht, diese Magie abzusaugen, um sie mit meinem Wirbel in ein anderes Reich zu schicken. 3 Tage können eine Ewigkeit dauern, hä? Weißt du, ihr Ponys seht das alles ganz falsch. Freundschaft ist keine Magie. Freundschaft ist nur Macht. Ich habe Twilight-Lakaien aus dem Weg geräumt. Und daher wird sich nun ganz Equestria vor mir beugen. Der zukünftigen Kaiserin der Freundschaft. What the fuck? Fortsetzung folgt. Okay. Das heißt, Cozy Glow arbeitet mit Tyrek zusammen. Das sind Brieffreunde. Weil das ist ein filmisches Stilmittel, dass das natürlich schon eben so dieser Hinweis ist. Und ihr Name ist, und dann sagt Zenba auf einmal, Cozy Glow ist hier runtergegangen. Das ist alles Fassade. Diese Niedlichkeit. Oh, ich helfe. Alles nur Fassade. Alles nur Fassade. Und sie hat Starlight natürlich dann irgendwie gefangen genommen, weil sie ja keine Magie hat. Und Cozy hat die ganze Magie. Meine Lieben, ich muss weiter gucken. Für euch dauert es ja jetzt ein paar Tage. Erst dann. Was heißt ein paar Tage? Jetzt muss ich kurz überlegen. Übermorgen, genau, übermorgen. Ich musste gerade überlegen, diese Folge müsste jetzt ja am Donnerstag kommen, übermorgen Samstag kommt die nächste Folge. Meine Lieben, wir sehen uns am Samstag wieder.
zum großen Finale, zur letzten Folge der achten Staffel. Ich muss weiter gucken. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefällt. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und mir noch zu sagen, ja, Anpfiff ab 5 Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.